Jeder Mensch, der geboren wird, jeder natürliche Mensch ist total verloren in Schuld und Gottes Trennung, ist völlig entfremdet von Gott. Und diesen Zustand der Verlorenheit nennt die Bibel auch als geistlich tot. Aber Gott will ja die Menschen retten, er will dich retten und dafür muss er den Mensch zunächst erwecken, wachrütteln, sodass der Mensch erkennt, dass er verloren ist. Und diese Erweckung geschieht immer von außen, so wie du auch morgens geweckt wirst von außen durch deinen Wecker, rüttelt Gott die Menschen wach. Er berührt das Herz und das Gewissen der Menschen durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes. Und das Ziel der Erweckung ist, dass der Mensch den Zustand seiner Verlorenheit erkennt. Und die Erweckung mündet in der Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und ein erweckter Mensch wird in der Bibel beschrieben wie, es drang ihnen durchs Herz. Das ist der Zustand eines erweckten Menschen. Oder als er zu sich kam, heißt es, bei dem verlorenen Sohn. Also der erweckte Mensch erkennt, durch den Geist Gottes und durch das Wort Gottes, dass er in einem Zustand der Verlorenheit ist. Und auf die Erweckung folgt die Bekehrung. Nun kann der Mensch umkehren zu Gott. Bekehren heißt aufstehen, erwecken heißt wach werden und Bekehrung heißt aufstehen und umkehren zu Gott und das Rettungsangebot annehmen. Das sollte ein Mensch tun, um dann wirklich gerettet zu werden, sich aufmachen zu Jesus Christus und ihm die Schuld bekennen, die Vergebung annehmen und ihn annehmen als seinen Retter. Das ist Erweckung und Bekehrung. Es gibt Menschen, die wurden erweckt, die haben den Zustand der Verlorenheit erkannt. Sie wurden berührt in ihrem Gewissen, aber sie haben sich nicht bekehrt. Sie sind bei der Erweckung stehen geblieben. Sie haben sich nicht bekehrt, vielleicht aus Menschenfurcht, vielleicht aus Angst, was die Nachbarn, der Freund denken könnte oder was auch immer. Oder aus Bequemlichkeit oder sie haben es auf die lange Bank geschoben, die Bekehrung, bis es letztlich zu spät war. Tue das nicht. Wenn du erweckt bist und merkst, ja, ich brauche Rettung, ich bin verloren, dann bekehre dich heute noch, nimm Jesus Christus an als deinen Retter.